Federn vorne. Egal, ob ihr jetzt einen Hatzenbach habt, wo die Federn hier sind, oder Dämpfer besser gesagt, oder ihr habt eine normale IS-Achse, wo die Federn hier bei dem unten sind, innen, ist es eigentlich so, klar, weiche Federn hast du mehr Griff, härte Federn weniger Griff. Warum? Es geht wieder genau ums gleiche Thema. Ich habe wieder mein Fahrzeug. Es geht um die Vorderachse. Wenn ich vom Gas runtergehe, okay, mache ich eine Entlastung der Hinterachse. Das Gewicht verlagert sich nach vorne. Ich belaste vorne mehr. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich weiche Federn habe, lasse ich das Fahrzeug mehr so vorne eintauchen. Okay, ich lasse es mehr eintauchen vorne. Dadurch baue ich mehr Griff auf. Mache ich es härter, lasse ich es weniger zu, Gewicht nach vorne zu verlagern, wegen den härteren Federn. Darum habt ihr auch weniger Griff. Was man beachten muss, ist, vielmals sieht man in der Halle, dass das Fahrzeug kippt. Ihr fährt um eine Kurve und dann kippt euch das Fahrzeug so über die Vorderachse. Meistens zwei Komponenten, der Fall, zu weiche Federn. Oder ihr habt, der Reifen hat euch einfach zu weich und hat zu viel Griff, dann kippt das Fahrzeug. Da könnt ihr härtere Federn machen. In der Halle, bei Pro 10, sage ich mal, bei IS-Achse von 22 an oder 24er sogar, könnt ihr da montieren. Das ist eigentlich das. Hat weniger einen Einfluss, wenn ihr Gas gebt und beschleunigt. Klar, wie gesagt, auch hier wieder, wenn ihr Gas gebt, ihr verändert eine Gewichtsverlagerung von vorne nach hinten. Ihr entlastet vorne, somit hat vorne auch weniger Einfluss. Sondern hinten ist nachher wichtiger. Okay, was auch noch wichtig ist, ist bei den Federn, speziell bei den IS-Federn, diese kleinen, da diese silbigen, wenn sie ganz weich sind, kann es sein, wenn sie ein paar Mal zu fest komprimiert wurden, damit sie von der Länge her, sprich diese Länge, die wird komprimiert, die wird kleiner. Und dann habt ihr unterschiedliche Federlängen. Einmal, sag jetzt mal, vielleicht ist sie einmal 5 mm und einmal ist sie 7 mm auf der einen Seite. Und dann habt ihr nachher Tweak im Fahrzeug. Also beachtet, messt die Federn ab und zu mal. Das ist doch wichtig.